Und damit seid gegrüßt, meine lieben Radfratz, Gnome, Hobbits und Eidolon zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go, Evoli. Mit dem Zwergenfürst, mit dem Zapdos, was wir im letzten Part gefangen haben. Und mit Evoli und mit der Zwergenfee. Und mit Moni. Der kommt hier gleich auf uns zu. Gerast. Weiter geht's im Spiel. Ich habe so gerade eben die Dwarf News für den Monat November aufgenommen. Da sind wir ganz transparent. Das sage ich euch direkt mal. Ich bin ein bisschen im Aufschub. Heute ist der 1. November. Freitag. Der 1. November. Und ja, ich muss ein bisschen auf Vorrat produzieren. Ich bin da hier. Ich bin normalerweise ein bisschen weiter voran. Also es ist normalerweise... Ich bin ein bisschen... Ich habe da mehr Puffer normalerweise, aber... Ja. Mit dem Halloween-Special hat es sich ein bisschen verzögert. So, jetzt hier im Spiel. Nicht so viel off-screen, off-topic Gerede. Modi. Zwergfee! Da kommt er von hinten angeschlichen. Wie so ein Halunke. Puh, endlich habe ich dich eingeholt. Halunke, woher habe ich das Wort schon wieder? Oh je, das habe ich von meiner Oma geklaut. Ich habe mir auch einen Erdboden verdient. Damit ist der Weg zum Pokémon-Liga frei. Die Top 4 sollen ja unglaublich stark sein. Hoffentlich nicht. Wie sieht's bei dir aus, Zwergvieh? Fühlst du dich herausgefordert gewachsen? Auf keinen Fall. Mein Leben musste ich abbrechen wegen dieser Top 4. Zeig mir doch mal, was du und deine Pokémon so drauf habt. Ein Pokémon-Kampf gegen den Rivalen Modi, der absolut nichts zu erwarten war. Habe ich gar nicht erwartet, habe ich gar nicht vermutet, dass jetzt hier der Kampf gegen Modi kommt. Das war absolut nicht zu erwarten. So, Zapdos, Kämpfe. Ja, du bist noch nicht so gut trainiert, aber... Na komm, lass dich nicht von einem Rihorn besiegen. Im letzten Part. Ja, das würden wir am liebsten nicht gesehen haben. Aber er wird schon noch gewähren. Das legendäre Pokémon Zapdos. So, Hens hat auch schon besiegt. Wir sollten eigentlich unsere anderen Pokémon trainieren, aber... Ja gut, ich will diesen Kampf jetzt nur beiseite haben. Wir machen Donnerblitz und hauen das alles weg. Das Donner-Pokémon, Zapdos, donnert alles davon. Oder auch nicht. Bohrstabe, dann wird es auch tun. Schwertstanz von Knogger. Jo. Alles klar. Agilität und Lichtschild, das ist doch... Solche defensiven Attacken brauche ich gar nicht im Kampf. Ich brauche offensive Attacken, die sowas hier vermeiden. Den Tod von Zapdos. Tod nicht, aber... Ja. Ich brauche offensive Attacken, die reinhauen, kaputt machen, Top 4 zu Boden bringen. So sieht's aus. Das brauche ich hier. So, mit Mega Lurak geht's und mit Drachenwut geht's hier voran. Mega Lurak X. Ja, so sieht's aus. Ich habe leider Pokémon Y und auch Pokémon Y gespielt. Da war das Mega Lurak leider nicht ganz so hübsch. Ja, und Pokémon X, die X-Entwicklung ist da deutlich hübscher. Muss man so zugeben. Muss man nehmen. X-Entwicklungs-, Mega-Entwicklungs-, Lurak neidlos zugestehen. So, da waren es nur noch zwei. Da haben wir die Hälfte schon besiegt. So, jetzt kommt die schwere Hälfte. Reichu. Stimmt. Er hat ja das Pikachu genommen. Er konnte sein Pikachu entwickeln.
Warum könnte mein Evoli sich nicht entwickeln? Das ist doch seltsam. Und hat er ein anderes Pikachu genommen, nicht sein Starter-Pikachu, sondern ein Pikachu aus Mondgras? Also ich hab auch ein Pikachu fangen können, das war nicht die Sache. Also Pikachu ist durchaus fangbar im Mondgras. Evolis, habe ich Evolis gefangen? Ich glaube auch. Ich bin mir da nicht so sicher, aber dass ich ein Pikachu im Team hatte, das weiß ich. Bin ich mir sehr sicher. Hatte ich eine Zeit lang im Team mit dabei. Das Pikachu. So, Diktri. Mach ihm ein Ende. Dem Modi. Dem Rivalen. Der Großrivalenkampf. Der wahrscheinlich Finale. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht gibt es in der Siegesstraße noch einen Kampf. Aber es ist einer der letzten. Es ist die Beweisung gegen den Rivalen vor der Siegesstraße. Das letzte Hindernis, bevor wir auf die Siegesstraße aufbrechen können. Ja, das Team ist durchaus stark. Also wir haben Evoli, wir haben Diktri, Zapdos mit ein bisschen Training noch auf der Siegesstraße. Hält das auch was her. Ja, Blumank kann auch mittlerweile so ein bisschen was. Also unser Team ist nicht schwach. Also es ist auch nicht stark, aber ja, es lässt sich aushalten. Es hat nicht hier, guck mal, weiß Ausmaße. Ich glaube, ein Fünkchen Hoffnung besteht. Das soll die Top 4 doch noch irgendwie schaffen. So, letztes Pokémon, Niflor. Das werden wir doch wohl hinkriegen. Pflanze gegen Pflanze. Oder Pflanze gegen Gift. Pflanze gegen Käfer. Das ist wohl nicht so eine gute Idee, aber wir können es ja mal versuchen. Ich habe eigentlich einen Wasser-Pokémon mit dabei. Ich könnte auch. Das wäre jetzt nicht das Problem. Ja gut. Ist jetzt nicht der effektivste Kampf. Aber gut, Pieper muss ja auch nochmal gekämpft haben. Das ist jetzt nicht. Den können wir jetzt nicht einfach rauslassen. Und Megasauger einfach mal alle Attacken ausprobiert. Achso, nee. Das war der Gegner. Ach du Schande. Ja. Stimmt ja. Gegner ist verwirrt. Das ist sehr gut. Der kann ähnliche Attacken wie ich. Eine sehr ähnliche Attacken. Ich antworte gleich mal mit Säure. Säure gegen Säure. Ja, das sieht nicht so rosig aus. Das sieht ja noch nicht so spitzig aus. Gar nicht so spitze. Spitzig, genau. So, Prof. Ja, Prof ist dran. Du musst ihn jetzt Ataki einmal das Giflor besiegen. Mit Girowurf. Ataki. Ey, was? Achso, ja. Ich dachte gerade, Giflor setzt Girowurf ein. Das wäre ja außergewöhnlich. Verwirrung hat es geschadet. Sehr gut. Finsteraura haben wir auch noch parat. Na, ich bin gespannt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Sehr Uha. Sehr Uha, ja genau. Das hat reingehauen. Stimmpflanze gegen Wasser. Ja gut. Hätte ich dran denken können. So, Evoli, du schaffst das. Na komm, das ist doch jetzt kein Ding mehr. Los, Flackerbrand. Mach's fertig. Da haben wir's. Na, man kommt jetzt zurecht mit dem Team. Ja, es ist nicht wirklich optimal, aber man kommt zurecht. Ich komme immer noch nicht gegen dich an, obwohl ich mein Team so gut trainiert habe. Ja gut, wenn der sein Team trainiert hat, dann habe ich mein Team auch trainiert. Also wenn das die Maßstäbe für trainiert sind, dann ist das wohl akzeptabel. Wörter, Deutschland, deutsche Sprache. Ja, weißt du, seit wir kleine Kinder waren, hatte ich immer das Gefühl, mich um dich zu kümmern. Modi, ich kenne dich seit wann? Ein, zwei Jahren?
anderthalb. Seit wir Kinder waren, kommen die jetzt nicht wirklich hin, oder? Ich wollte dir immer gut im Beispiel vorangehen und zeigen, wie alles funktioniert. Okay, das stimmt irgendwie. Aber in Sachen Pokémon-Training bist du mir einfach ständig einen Schritt voraus. Stimmt auch wieder. Das ist irgendwie so frustrierend. So kenne ich mich gar nicht. Aber ich schätze, das gehört einfach so, wenn man seine Rolle als Pokémon-Trainer wirklich ernst nimmt. Ich weiß, dass ich mich damit wahrscheinlich lächerlich mache, aber noch gebe ich nicht auf. Dieses eine Mal musst du mir noch den Vortritt lassen. Was? Achso, er trainiert sich vor. Alles klar, ja, dann trainiere dich mal vor. Von mir aus. Pokémon-Liga, der Gipfel der Pokémon-Elite, Haupteingang. Was? Nee, die Siegelstraße wollen wir noch haben. Nix da. So, wen haben wir denn hier? Wir dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Oha, hast du da etwa ein Felsohren bei dir? Ist das dein Zapdos? Dann lasse ich dich natürlich vorbei. Ah, jetzt werden alle Arenen, alle Ohren einzeln kontrolliert. Aha, der Felsohren, der erste Ohren. Dann darf ich durch. So, zweiter Ohren. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Quellordens sind. Oha, wenn das nicht der Quellorden ist. In Ordnung, ich lasse dich vorbei. Oh, hier gleich der nächste. So dünne Abstände hier. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Donnerordens sind. Siehst du das Zapdos hinter mir? Siehst du es? Bin ich im Besitz des Donnerordens? Vielleicht. Oho, wenn das nicht der Donnerorden ist, in Ordnung, ich lasse dich vorbei. Übrigens, hast du etwa ein Autogramm von Major Bob? Wow, das ist gut. Aha, okay. Wenn das für dich gut ist, hier ist noch ein Item. Naja, Zapdos ist jetzt nicht der Donnerorden, aber ja gut. Dann würde ich nur mal sagen, ich habe es schon so weit im Spiel geschafft, dass ich Zapdos gefangen habe. Da muss ich irgendwie durch den Donnerorden durchgekommen sein. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Farbordens sind. Oha, wenn das nicht der Farborden ist, ist in Ordnung. Ich lasse dich vorbei. So, jetzt wird geschwommen. Ein Trainer. Kann das sein? Ein Trainer hier auf der Ohrenskontrolle. Werden wir gleich sehen. Drei goldene Sanna-Beeren. So, hervorragend. Es ragt hervor. Ein Carpador auf der Ohrenskontrolle. Ich frage nochmal. Kann das sein? Auf der Ohrenskontrolle. Ich verschwende meine Superbälle, um das Carpador zu fangen. Warum nicht? Großartig. Dann kommt noch ein Carpador gefangen. Oder auch nicht. Das ist es jetzt eigentlich nicht wert. Muss es nicht unbedingt sein. Na, kein Trainer. Will nicht kämpfen. Ich dachte schon. Sanfte Wellen. Aber hier gibt es ein paar Pokémon zu fangen. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Sitz des Seelenohrens sind. Ach so, der ist der Kontrolltyp. Alles klar. Oha, wenn das nicht der Seelenohren ist. In Ordnung, ich lass dich hier vorbei. Und was bist du? Was bist du für ein Pokémon? Oh, ein Quapsel. Batterieleistung vom Controller lässt nach. Ja, okay, von mir aus. Ich habe noch einen zweiten Joy-Con. Quapsel. Haben wir das schon gefangen? Haben wir das schon im Pokédex? Ach, verdammt. Bricht aus. So. Immer ein bisschen. Ein
kann. Die Goldene wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber gut. So. Gibt noch einen Pokédex-Eintrag, oder? Na komm, bleib drin. Ich habe extra eine goldene Beere spendiert. Also bitteschön. Drin geblieben hier. Jetzt. Ja komm. Verarschen lasse ich mich nicht von dir. So, bleib da drin. Ich habe jetzt anderes zu tun, das Pokémon zu fangen. Hier auf dieser Route, dieser Ohrenskontrolle. Ja, dann halt nicht. Wir haben jetzt auch nicht mehr die Bälle übrig. So. Wir haben noch ein Item. Schwimmende Trainer, die uns in den Weg aufhalten, die Ohrenskontrolle erledigen. Im Schwimmen. Das ist doch ein ordentlicher Job. Kannst du dann parallel dazu baden. Hier dürfen eine Pokémon einer passieren, die im Besitz des Sumpfohrens sind. Oha, wenn das nicht der Sumpfohren ist. Sabrina ist echt toll, oder? In Ordnung, ich lasse dich vorbei. Okay, das war jetzt der wievielte Ohren? Ich weiß es nicht. Der letzte war es noch nicht. Oh, Owei, 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 ein Owei, ein Owei. Na komm, das muss ich fangen. Das will ich haben. Auch wenn meine Bälle jetzt nicht alle gehen. Aufpassen, dass ich nicht den Meisterball werfe. Das wäre schade. Sehr nice. Owei ist drin. Ein Owei gefangen. Sehr schön. Das kommt mit aufs Thumbnail. Also ich will es jetzt nicht versprechen, aber es kommt. Vielleicht kommt es trotzdem. Ja, das ist. Wir haben es hier als erstes gesehen. Kriege ich bestimmt mit aufs Thumbnail. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Vulkan-Ohren sind. Ich konnte gerade Vulkan-Ohren nicht aussprechen. Naja. Oh. Oha, wenn das nicht der Vulkanohren ist, in Ordnung, ich lasse dich vorbei. Aha, okay. Wo wären wir hier? Gibt es bestimmt noch ein Item? Nein, gibt es keins. Sehr schade. So, wilde Pokémon im Bodengras. Da gibt es noch ein Item. Da ist noch ein Item versteckt. Oh. Da kommt ein wildes Nidoran aus dem Gras gehüpft. Ein winziges Nidorania. Achso. Ja gut, sorry. Sorry für diese Verwechslung. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Goldene Sanderbeeren. Achso, die haben ich hier gefangen. Die Sanderbeeren. Vor allem gefangen. Oh, alles klar. Das ist das Portal zur Siegestraße. Portal. Siegestraße zur Pokémon-Liga. Das Tor. Das ist der Tor. Und du lässt mich nicht so einfach durch. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Erdrohrens sind. Oha, wenn das nicht der Erdrohren ist. Nun, ich lasse dich vorbei. Los, die Pokémon-Liga wartet auf dich. Die Pokémon-Liga wartet auf mich allerdings. Und dann geht's weiter durch die Siegesstraße. Die Siegesstraße haben wir betreten. Das schaut glatt nach einem Stärkerätsel auf. Aus. Na, hervorragend. Wunderbar, Ski. Na, dann wollen wir mal. So, auf geht's. Dieser Block sieht unheimlich schwer aus. Möchtest du, dass dein Partner die geheime Technik Wuchtstoß einsetzt? Jo, Evoli, los Wuchtstoß. Und da sehen wir schon, was passiert. Klick, ein Schalter. Ah, und die erste Wand verschwindet. Durch ein Rätsel. Die Wand ist verschwunden. Okay, okay. Oha. Rihorn. Zum Glück ist Zapdos schon besiegt. Der würde ich wieder verlieren. So. Den Trainern schön aus dem Weg laufen. Obwohl das jetzt nicht so die Option ist. Wir sollten hier eigentlich ein bisschen trainieren. Ein Macholo. Na komm, kämpf gegen mich, Macholo. Dich fange ich mir gern. So, Attacke. Meine letzten zwei Pokébälle. Ich hätte mir vielleicht noch welche kaufen sollen.
Der Meisterball. Nee, vergiss es. Nee. Kannst du knicken. Wenn ich den jetzt geworfen hätte. Nicht für Macholo. Immer speichern, falls das mal wirklich passiert. Das ist jetzt, wo ich keine Bälle mehr habe, aus Versehen den Meisterball werfe. Das war hier zumindest zu einem Punkt zurückgekommen, dass wir es resetten können. Tatsache, ich habe nur noch den Meisterball. Das wird's, wenn ich den jetzt. Ich den Meisterball jetzt noch offen. Okay, an das Item kommen wir nicht ran. Den Meisterball jetzt, das ist unverzeihlich. Wenn ich jetzt den Meisterball auf den Kleinstein werfe, ich sehe es schon kommen. Schnell nochmal zum Ausgang hier. Können wir das resetten? Das wäre mir wirklich lieb. Und die Items holen. Können wir es resetten oder können wir es nicht? Ja, können wir. Sehr nice. Ich höre mit meinem Nice. So. Ganz nicer Boy. Ja. So, zack. Zack, die Duster hier einen Weg geschafft. Nicht zu weit. Ja, gut. Es soll so sein. Wir haben keine Bälle mehr. Jetzt haben wir hier keinen Pokémon. Sehr schade. Los, wirf den Meisterball. Ja. Definitiv nicht. Nicht für den Pokédex. Kampf. Der erste Kampf in der Siegerstraße. So sieht's aus. Hehehe. Ich strotze nur so vor Selbstvertrauen. Glaubst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Das glaube ich allerdings. Ich glaube gerade ernsthaft, dass ich die Top 4 besiegen kann. Dass ich die Siegerstraße schaffen kann und dass ich es mit der Top 4 zumindest aufnehmen kann. In der Hoffnung, dass das besser wirkt als ein Pokémon Gelb. So, Blacky, gib mein Bestes. Achso, oh, stimmt ja, du Scheiße. Das Team ist massiv geschwächt. Nur noch Blacky da. Wir könnten mal ein bisschen heilen. Ja, das wird sich vielleicht nach dem Kampf jetzt schon haben. Das wird sich korrigiert haben. Wenn wir besiegt sind, müssen wir den Weg nochmal machen. Nicht die Ohrenskontrollen. So viel dazu. Ich hätte vielleicht auf die Energieleisten meiner Pokémon achten können. Mal ein bisschen schauen, wie es meinen Pokémon geht. Ja, so viel zur Siegestraße. Ja, okay. Durch die Ohrenskontrollen sind wir durchgekommen. Den Kampf mit Modi haben wir bestanden. So sieht's aus. Da kann man schon mal vergessen, dass man seine Pokémon nicht geheilt hat. Jetzt sind sie geheilt. So, hier in Vertania City noch ein paar Pokébälle kaufen. Ein paar Tränke. Kurzer Shopping-Trip hier. Ein bisschen was besorgen. Geld haben wir noch. Ein bisschen. So, Hypertränke bräuchten nur noch ein paar. Nur nicht zu viele. Brauchen auch noch Geld für Pokébälle. 10 Hypertränke reichen fürs Erste. Für den Top 4 müssen wir nur noch Geld sammeln. Ein bisschen Kleingeld. So, Hyperbälle. Boah. Können wir uns genug leisten. 30. Dass wir nicht den Meisterball werfen müssen. Ein paar Superbälle. So muss das. Hier geben wir ein bisschen Geld aus. So, Premierbälle. Ja, haben wir hier ein bisschen was auf Lager. Hier auch noch ein bisschen was. So, ordentlich. Es reicht erstmal für ein bisschen. So, was haben wir noch? Fluchtseil. Davon habe ich 5. Ja, komm. Das muss jetzt nicht sein. Superschutz. Schadet auch nicht, wenn ihr die Straße zu voll wird mit Pokémon. Sind wir erstmal ausgerüstet für Siegesstraße.
So kann man losgehen. Alles klar, Herr Kommissar. Na dann, auf dem Weg zur Siegerstraße. Dann würde ich mal sagen, ja, sehen wir uns im nächsten Part bei der Siegerstraße wieder. Die Ohrenskontrollen werde ich jetzt offscreen machen. Müssen wir jetzt nicht nochmal durchlaufen. Habt ihr schon gesehen, wie es läuft. Ja, auf dem Weg zur Puppmania. Nicht mehr lang, die Zielgerade. Wir sind schon auf dem Weg. Ganz in der Nähe. Ja, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und den nächsten Part, das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt, geht gleich morgen weiter. In einem neuen Part, Pokémon Let's Go Evoli. Pokémon Let's Go Evoli Marathon. Let's go. So. Na dann. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.